Hallo zusammen. Heute möchte ich mal zeigen, wie man so einen NPC in der Welt spazieren gehen lassen kann. Der bekommt eine feste Route vorgegeben und die läuft er dann brav ab. Ich starte ein neues Projekt in der Unreal Engine. Third-Person-Projekt. Nenne das Ding jetzt mal Test. Wir beginnen, indem wir mal in den Blueprints-Ordner gehen. Third-Person-Blueprints, Blueprints und machen uns eine Kopie von dem bereits vorhandenen Third-Person-Character mit Duplicate. Man benennt die NPCs immer irgendwas mit künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Ich nenne den jetzt mal KI Walker, weil er spazieren geht. Um zu bestimmen, in welchem Bereich die NPCs unterwegs sein dürfen, gehen wir hier auf Volumes und nehmen ein Nav Mesh Bounce Volume. Das ziehen wir einfach mal in die Welt. Das ist quasi die Definition des Bereiches, in dem so ein NPC unterwegs sein darf. Das heißt, wir machen das mal ein bisschen größer. Um das anzuzeigen, wo er spazieren gehen darf, drücken wir die Taste P wie Paula. Dann sieht man, dann wird das grün. Das ziehen wir jetzt mal so groß, wie unser Level auch ist. Und auch nach oben. Da sieht man dann auch, dass er um die Hindernisse, die hier existieren, hat er schon solche Bereiche freigelassen. Das heißt, da läuft der NPC auch nicht durch. Und dann stellen wir unseren kleinen Walker einfach mal hier in die Welt. Ihn mal so ein bisschen damit er. Ich glaube, die Füße sind noch ein bisschen in der. Jetzt hat. Und damit wir den dann besser sehen können, schiebe ich mal die Kamera vor unseren Player-Charakter. Und den ein bisschen nach hinten. Einfach nur, damit wir ihn besser sehen, wenn er losläuft. Dann einfach die Blueprint von dem Walker öffnen mit Doppelklick. Da sehen wir schon, das sind die vordefinierten, von Unreal erstellten Programmierungen. Wir fügen dann einfach eine neue hinzu. Als erstes ein Event Begin Play, um anzuzeigen, was passiert, wenn wir losspielen, wenn wir Play drücken, wenn das Spiel beginnt. Rechte Maustaste einmal reingeklickt. Event Begin Play und machen ein AI Move To. Wie ich gesagt habe, die Dinger heißen immer irgendwas mit künstlicher Intelligenz, AI, KI und so weiter und so fort. So heißt das Ding auch hier in Unreal. Dann machen wir uns auch schon ein Customer Event. Rechte Maustaste, dann geht das Fenster manchmal auf. Custom Add, Custom Event. Und das Ding nenne ich jetzt mal Laufweg. Nicht Laufweg, sondern Laufweg. Und das verbinde ich jetzt hier. Das heißt, unser Custom Event sagt ihm, dass dieses kleine, intelligente Wesen loslaufen soll. Jetzt können wir auch schon nach unserem eigenen Custom Event suchen. Rechtsklick, wir suchen Laufweg. Den hier auswählen, verbinden das hier, starten, wenn wir Play drücken, das Spiel beginnt, der Event zum Beginn heißt Laufweg, das heißt starte Laufweg, das Ding beginnt hier, das muss gar nicht verbunden sein, Laufweg muss noch vorhanden sein, das heißt Laufweg, AI Move To, lauf los. Und wohin er laufen soll, sagen wir ihm einfach mit zwei Variablen, das heißt wir fügen eine Variable hinzu, Variable Plus, hier auf das Plus. Wenn dieses Fenster hier nicht da sein sollte, oben bei My, bei Windows kann man dieses My Blueprint oder auch die Komponenten oder auch die Details, die wir nachher brauchen, hinzuschalten. Weil manchmal nach den Updates sind die weg oder wenn man die selber aus Versehen mal zugemacht hat,
sind sie wieder da. Eine Variable hinzufügen auf das Plus. Ich nenne diese Variable jetzt Stationenplan. Das trifft es, glaube ich, am besten. Das ist wie so ein Busfahrplan, wo man sieht, an welchen Stationen der Bus dann überall stehen bleibt. Deswegen Stationenplan. Ich denke, das ist ganz aussagekräftig. Der Variablen-Typ, den machen wir hier drüben. Das ist ein Target Point, also seine Zielpunkte, die er ablatschen soll. Target Point. Die Variable selber ändern wir, indem wir hier auf das kleine Symbol da rechts daneben klicken, in einen Array. Array heißt immer, dass diese Variable mehrere Werte enthält und stellen die hier mit dem kleinen Auge einmal linksklick auf Public. Dann können wir die auch schon reinziehen. Einfach linksklick nehmen, reinziehen. Einmal auf Get, weil diese Variable soll er sich aus dem Speicher holen, welcher Wert da jetzt drin steht. Dann machen wir uns noch eine zweite Variable, auch hier mit Add. Das nenne ich jetzt Stationen. Die enthält dann den Wert, wo er gerade ist, an welcher Station er sich aufhält. Stationen. Das Ganze geht als Integer. Integer ist immer eine Zahl, das heißt, da steht ein Wert drin wie 1, 2, 3, 4, 5 oder so weiter. Dann mit daneben klicken. Das ist eine Single-Variable. Da ist es jetzt egal, ob die jetzt public ist oder nicht. Die ziehen wir dann einfach hier rein und auch einmal get, den Namen der Variable, get Stationen, die soll er sich auch aus dem Speicher holen und gucken, was da drin steht. Werte müssen wir den beiden Variablen keine mitgeben am Anfang. Wir nehmen hier einfach die Default-Werte, das heißt, die Targets beginnen bei 0 und die Stationen beginnen bei 0. Wir fügen diese beiden Variablen jetzt zusammen mit getterCopy. getterCopy. Sorry. Die Variable. Und sagen ihm, hier findest du die Werte der Ziele. Und was genau loslaufen soll, pawn machen wir self. Self, weil wir in dem Blueprint von dem KI-Walker drin sind, also unserem Männchen hier. Deswegen self. Es soll ja die Stationen Station für Station ablaufen. Deswegen müssen wir natürlich die Variable, wo er sich gerade befindet, immer um 1 erhöhen, wenn er einen Punkt erreicht hat, dass er dann zur nächsten Station läuft. Deswegen ziehen wir uns die Stationen hier nochmal rüber mit get. Und machen ein Increment. Das heißt, einfach nur erhöhe die Variable jetzt um 1. Increment. Man kann auch, wenn man schreibfaul ist, Increment ist plus plus. Increment die Integer. Integer ist unser Wert. Wenn er losgelaufen ist und das Ziel Nummer 1 erreicht hat, also wenn er erfolgreich war, on success, oder auch wenn er es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft hat, warum auch immer, erhöhe die Variable Station um 1 und laufe zur nächsten Station. Und wenn er dann angekommen ist, soll er wieder von vorne starten. Das heißt, er soll wieder beginnen mit dem Laufweg von vorne. Das heißt, wir sagen ihm hier hinten nochmal Laufweg. Wenn wir das jetzt hier verbinden würden, dann würde er jetzt die Stationen ablaufen. Und wenn er fertig ist, würde er zurück zur Position 000. Zum Weltmittelpunkt laufen. Das wollen wir nicht, deswegen sagen wir ihm noch, was er tun soll, wenn er das Ende der Station erreicht hat. Dazu prüfen wir jetzt, ob die Station, an der er sich befindet, nachdem wir die um 1 erhöht haben, ob die Zahl in der Variable Stationen jetzt größer ist als die Gesamtanzahl im Stationenplan, also ob er jetzt einfach darüber hinausgelaufen ist, und dann würden wir die Variable wieder zurücksetzen. Das heißt, wir machen jetzt hier mal eine Prüfung mit größer ist. Integer. Nach dem Increment. Guck mal. Wir brauchen einen Last Index. Prüfe den letzten Index. Der letzte Index aus unserer Variablen Stationenplan. Get. Und einmal hier rüber. Das heißt, er guckt jetzt, ist die Station größer als die letzte Station im Stationenplan? Das heißt, wir sind jetzt gerade
über unser Ziel hinaus. Dann machen wir hier eine Verzweigung, ein Branch. Einmal erhöht, einmal geprüft. Dann guckt er, ob das wahr oder falsch ist. Ist denn die Zahl jetzt höher als die letzte oder nicht? Hat er das Ende erreicht oder nicht? Wenn er das Ende noch nicht erreicht hat, dann einfach weiterlatschen. Das heißt, er beginnt wieder von vorne mit dem Laufweg. Sollte das so sein, dass die Variable jetzt größer ist und er das Ende erreicht hat, dann holen wir uns die Variable Stationen. Jetzt müssen wir ein Set Stationen machen, weil wir wollen sie nicht nehmen, sondern wir wollen sie verändern. Und setzen Sie Stationen hier auf 0 und latscht wieder weiter. Das heißt, wenn er das Ende erreicht hat, wird die Stationvariable wieder auf 0 zurückgesetzt und er beginnt wieder von vorne hier mit Laufweg. Wenn nicht, läuft er zur nächsten Station. Das ist auch schon die ganze Programmierung, die wir vornehmen müssen. Ich habe das jetzt gerade noch mal ein bisschen zusammengeschoben, dass man das auf einem Bild sieht. Wir können das Ganze jetzt kompilieren. Wieder zumachen. Jetzt wählen wir unseren kleinen KI-Walker wieder aus und sehen, dass wir hier rechts in dem Menü unter Default unsere Variable Stationenplan finden, die wir vorhin mit reinprogrammiert haben. Da füge ich jetzt mal zwei Stationen hinzu, 0 und 1. Wie gesagt, Computer fangen immer bei 0 an zu zählen und setze ihm jetzt mal einen Target Point in die Welt. Target Point. Target Point Nummer 1. Das ist die erste Station, die er ablaufen soll. Und Target Point Nummer 2. Das heißt, er rennt los zu Point Nummer 1, rüber zu Point Nummer 2 und dann immer hin und her. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber in unsere... Halt, ich muss ihn auswählen, damit ich das nehmen kann. In unseren Stationenplan und sage ihm, Station Nummer 0 ist der erste Target Point und Station Nummer 1 der zweite Target Point. Und wenn wir jetzt speichern und mal auf Play drücken, dann rennt er auch schon los und läuft brav seinen Weg ab zwischen Station 1 und Station 2. Das Ganze ist jetzt ein bisschen schnell, das heißt, wir machen ihn ein bisschen langsamer. Dazu einfach nochmal die Blueprint aufmachen. Wir gehen hier in den Viewport. Wählen ihn aus, haben hier Character Movement und haben hier ein Maximal Walk Speed, Max Walk Speed, der steht jetzt auf 600. Wenn ich den mal auf 250 runtersetze, kompilieren und nochmal auf Play, dann läuft er schon um einiges gemächlicher. Jetzt hat er aber noch die Animation, dass er rennt. Da stellen wir es noch um in die Walk-Animation. Wieder in den Blueprint. Viewport. Jetzt wählen wir unseren kleinen Roboter hier wieder aus. Und hier unter Animation wählen wir jetzt Use Animation Asset. Hier draufklicken und hier haben wir die Assets, die es gibt. Dann nehmen wir die Third Person Walk Animation Sequence, kompilieren, speichern und wenn wir ihn jetzt nochmal mit Play starten, läuft er mit der Walk Animation seinen Weg auf und ab. Soll hier jetzt ein selbst erstellter NPC spazieren gehen? Ich habe in den letzten Videos gezeigt, wie man einen eigenen NPC mit der Unreal-Animation verbindet. Das hat ein bisschen gedauert, deswegen habe ich das hier schon mal vorbereitet. Also ich habe hier schon mal einen geladen, wo ich einen eigenen NPC eingestellt habe. Ich gehe wieder in die Blueprints.
in dem Viewport, wähle den aus. Wenn ich den eigenen NPC erstellt habe, wie ich letztens gezeigt habe, kann ich den auswählen. Ich habe den hier unter Timmy, mein Timmy 07. Ich gehe wieder in das Animation Asset und gehe wieder in die Third Person Walk Animation Sequence. Und wenn ich das jetzt kompiliere und ausführe, dann geht mein selbst erstellter NPC spazieren. Nicht so schön wie der andere, da habe ich mir jetzt nicht ganz so viel Mühe gegeben. Der hat sich jetzt so langsam aufgebaut, auch so ein bisschen. Ich habe auch nur die eine halbe Seite mit Weight Painting korrigiert. Das andere Seite vom T-Shirt ist noch ein bisschen kaputt, egal. Aber so lässt man seine eigenen NPCs oder generell NPCs in Unreal ein bisschen spazieren gehen. Die laufen hier auf Patrouille und warten, bis irgendwas passiert. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Tschüss.